und unser kinderglücklichen Werden kennen, wenn ihr Leben gefährdet ist und wenn die anderen Betroffenen unter diesem System leiden. Menschen in Fukushima fühlen sich einfach verlassen. Weder TIPCO noch die Regierung übernimmt die Verantwortung für dieses ungeheuer Katastrophe. Im Bericht der unabhängigen Expertenkommission zur Aufklärung der Katastrophe in Fukushima hieß es, die vorherigen Regierungen, die damalige Regierung, die Aufsichtsbehörden und TEPCO haben ihre Pflicht zum Schutz des Lebens der Menschen und der Gesellschaft verletzt. Das Atomkraftwerk Fukushima sei verwundbar gewesen. Verwundbar? Ein Atomkraftwerk? Seit März 2011 herrscht um das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi eine Sperrzone. Ein verseuchtes Ödland. Ein Atomkraftwerk kann alles Lebendige irreversibel vernichten und verwunden. 80.000 Menschen haben ihre Heimat verloren. Verwandte, Freunde, Nachbarn haben einander verloren. Schulen wurden in Lazarette und Leichenhallen umgewandelt. Das sind Wunden. Stark und entschlossen ist der japanische Widerstand gegen die Weiterführung und Nutzung der Atomkraft. Sayonara, Genpatze, schallte es letzte Woche durch das Regierungsviertel von Tokio, als sich dort 170.000 Menschen versammelten. Es ist laut geworden um die Anti-Atom-Bewegung in Japan. ありました。原発が悪いってことはもう初めて分かっていたことでしょ。原発、原子爆弾を落とす。